Hallo zusammen, ich präsentiere euch jetzt die Bounty Hunter Real Case. Wir haben drei verschiedene Größen. Das wäre mal das 2er, das 4er und das 8er Real Case. Alle drei Cases sind abschließbar und zum Beispiel hier das kleine hat Platz für eine Rolle oder zwei oder eine Rolle und eine Reservespule. Zusätzlich hier noch ein kleines Fach, wo man Material verstauen kann und die Wand hier, die Trennwand ist mit Klett, damit man es ein bisschen verschieben kann, wie man es gerne hätte. Vielleicht für einen Tag, wenn man kurz fischen gehen möchte. Dann das zweite, das ist das 4er hier, auch das abschließbar, auch hier mit dem Griff, damit man es besser halten kann. Genügend Platz für 4 Rollen, auch hier wieder die Trennwände mit Klett. Auf dem Deckel dann ein Reißverschluss mit einem Fach, wo man auch wieder Material verstauen könnte. Bei allen 4 Cases sind der Deckel und der Boden Hartschalen, damit die Rollen noch ein bisschen mehr geschützt sind. Auf dieser Seite habe ich das größte Rollencase eigentlich mit 8 Platz für 8 Rollen. Im Deckel integriert eine zusätzliche Tasche mit 4 Druckknöpfen, die ich schön abnehmen kann und dann hier auch Platz habe für Utensilien, Schnüre, Vorfächer, was auch immer ich brauche. Auch im Deckel dann zusätzlich 2 Reißverschlüsse, wo man Schussköpfe, Schnüre, was auch immer verstauen kann. Der Deckel und der Boden sind Hartschalen. Das Material außen abreibfest und wasserabweisend.